Herzlich willkommen, werte Kolleginnen und Kollegen, zu einem neuen Video. Und heute geht's endlich weiter im House Flipper Luxury DLC. In der letzten Folge haben wir ja den dritten Auftrag bearbeitet, dieses etwas kleinere Luxushaus hier unten irgendwo auf der Map. Genau das hier war es, glaube ich. Und heute machen wir mal diesen Auftrag, habe ich mir überlegt. Wir haben jetzt ja drei Aufträge zur Auswahl. Einmal den hier oben, dann noch hier so ein Haus hier unten und dieses große Hochhaus. Und ich bin natürlich gespannt, was dieses große Hochhaus für Möglichkeiten bietet. Deswegen machen wir heute dieses große Haus. Und ich bin mal gespannt, wahrscheinlich haben wir da irgendwie ein Apartment zu renovieren. Vielleicht ist es auch ein Büro oder so, keine Ahnung. Bevor das Video losgeht, wollte ich noch kurz das letzte Halloween-Update-Video zu House Flipper ansprechen, das ich hochgeladen habe. Da haben mich ja recht viele Kommentare erreicht und mir geschrieben, dass ich so einiges verpasst habe, beziehungsweise den Keller verpasst habe irgendwie, den man scheinbar durch irgendeine Falltüre erreicht hat. Erstmal vielen Dank an euch, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Hat mich sehr gefreut, da mal zu lesen, was ich denn so verpasst habe. Und sorry natürlich an jeden, der das ganze komplette Update sehen wollte. Leider habe ich da wohl den Keller irgendwie verpasst. War aber auch meiner Meinung nach sehr schwer zu finden. Gerade wenn man schon etwas müde war, war das etwas schwer. Aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein. Und wir fangen an mit dem vierten Job im House Flipper Luxury DLC. Und der nächste Auftrag ist, alles geht seinen Gang. Ein Geschäftsmann mit ausgezeichnetem Geschmack sucht nach einer geeigneten Wohnung in der Nähe seines Firmensitzes. Darum hat er diese gekauft, die zuvor einem feierfreudigen Chefredakteur eines berühmten Angelmagazins gehörte. Zufällig wohnt gleich um die Ecke auch eine besondere Frau. Christopher hat bereits ein paar Ideen, die er hier gerne umsetzen würde. Okay, also ein feierfreudiger Chefredakteur, das klingt ja schon mal so, als wäre da alles komplett versifft, aber ich bin gespannt, vielleicht täusche ich mich auch. My schedule is tight, but I wanted to drop in and walk you through the job. Sehr freundlich von dir. I like to have full control of the situation at all times. I only have a few minutes. The helicopter is waiting and its engines are still hot. Oh, mir fällt gerade was auf. This place looks unacceptable. Der Name? You need to clean it thoroughly. For furnishings, pick something stylish, top class only. Money is not an issue. Are we clear? I need a room for my suits and ties. I want you to turn this area into a spacious wardrobe. I've left specific instructions in our contract. I'll pay you when you deliver your side of the agreement. I know you will fulfill the terms precisely. Natürlich. About natürlich. This room, I would like to keep some things discreet. I trust my secret will okay, be safe. Ich vermute mal, ich habe eine richtige Vermutung gehabt gerade. Alles geht seinen Gang. Also der Name Christopher Cray und diese ganze Business-Wohnung und der ganze Stil der Wohnung hat mich schon ein bisschen sehr an 50 Shades of Grey erinnert. Und als er gerade eben diesen Raum gezeigt hat, wo er dann gesagt hat, nee, der ist irgendwie geheim oder so, habe ich die starke Vermutung, dass das eine Anspielung ist. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir den Raum auch betreten dürfen. Ich habe da so meine Zweifel, ob wir den Raum betreten dürfen. Denn das Spiel ist ja immerhin ab, keine Ahnung, 12 oder 6, ich weiß es nicht. Von daher bin ich mal gespannt, wie der Raum aussieht oder ob es den Raum überhaupt gibt, beziehungsweise ob wir da überhaupt rein dürfen. Aber egal, wir fangen jetzt erstmal an, hier normal zu renovieren und beachten das einfach mal nicht weiter, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob das richtig ist, meine Vermutung. Wir fangen mal in diesem ersten Raum an, natürlich, und hier sollen jede Menge Gemälde rein. Und so wie es aussieht, ist ja auch alles sauber. Dementsprechend kaufen wir mal die Gemälde. Digga, da hat jemand aber einen anderen Kunstfetisch. So, kaufen wir mal alles in M. Ich glaube, M-Bilder sind groß genug. Oh ja, Digga, M ist ja übel groß. Wie groß ist denn ein XL? Müssen wir gleich mal ausprobieren. Okay, also wie machen wir das hier am schönsten? Ich würde sagen, einmal hier eins. Ja, aber jedes Mal nur eins. Also nicht irgendwie zwei doppelt. Wie groß ist XL? Ich muss es kurz mal ausprobieren. Yo. Aber das sieht ja scheiße aus, wenn ich jetzt hier so ein großes hinhänge. Ich glaube, ich mache mal lieber ein kleines. Also halt M. Ja. Und am besten wird es aussehen, wenn es genau gegenüber hängt. Aber wie kriege ich das hin, dass es genau gegenüber hängt? Das könnte schwierig werden. Dass der Christopher auch zufrieden ist mit uns. So, dann haben wir hier Gemälde, Nacht. Naja, wer es mag, ne? Obwohl es eigentlich schon modern aussieht. Und das sind auch schöne Bilder eigentlich. Die würde ich mir vielleicht auch aufhängen. Warte mal, das passt da gar nicht hinten dran. Okay, dann brauchen wir ein kleineres. In S. Ja. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig irgendwie. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich es anders machen soll. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das gelöst habt. Bei euch, wenn ihr das Spiel selber gespielt habt.
interessiert mich immer, wie eure Häuser aussehen, beziehungsweise wie andere Spieler ihre Häuser einrichten, weil man ja doch ziemlich viele Möglichkeiten hat inzwischen. Und ich glaube, dass die ganzen Aufträge bei jedem von euch ziemlich anders aussehen als bei mir. Wahrscheinlich auch deutlich besser als bei mir, weil ich jetzt, glaube ich, nicht der talentierteste Hausflipper-Spieler bin. Aber das ist ja auch egal. Hauptsache, es macht Spaß. Und wir machen in meinem nächsten Raum weiter. Ich glaube, wir machen meinem Bad weiter. Bad ist immer wichtig. Ich bin nochmal gespannt. Das Haus sieht recht groß aus, also das Apartment ist übel groß. Aber es ist jetzt nicht so versifft und es ist auch recht viel eingerichtet schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Auftrag gar nicht so lang geht. Weil ich in der letzten Folge habe ich ja überlegt, ob die Aufträge immer länger werden vielleicht. Aber es sieht so aus, als würde der Auftrag nicht so viel länger werden als der letzte. Vielleicht sogar kürzer. Oh, ein Heimkino, Alter. Wild. Wild, wild, wild. Aber wo ist der geheime Raum? Da hier? Nee. Wo war denn der geheime Raum gewesen? Oder ist das hier schon der geheime Raum? Nee, oder? Wir schauen erstmal alles durch. Ich will nämlich wissen, wo der geheime Raum ist. Ich glaube, das war's schon, oder? Das Schlafzimmer war, glaube ich, gemeint. Wahrscheinlich übersehe ich jetzt hier das nächste. Ich habe beim Halloween-Update was übersehen. Wahrscheinlich übersehe ich jetzt hier den Raum. Naja, egal. Wir ignorieren das erstmal und machen jetzt erstmal weiter im Bad. Und das Bad sieht echt sehr schick aus. Ich mache mal Licht an, weil Licht sieht immer mega geil aus bei Hausflipper. So, hängende Handtuchhalter mit einem hellen Oblique-Handtuch. Aha, das ist der hier. Machen wir mal grau. Also blau passt hier gar nicht rein. Machen wir einen hier auf die Seite. Und einen auf die Seite. Ja, das war's. Okay, das ging schnell. Aber das sieht auch sehr, sehr schick aus. Da bin ich froh, dass wir nichts ändern müssen, weil das ist echt sehr schick, der Raum. Hier sind Scherben, oder? Ah, verranztes Geschirr. Gut, dann machen wir erstmal den kleinen Raum hier. Das hier ist, glaube ich, Kleiderschrank. Ein begehbarer. Das wollen wir gar nichts machen. Okay. Gut, dann lassen wir das mal so. Ich mach mal überall Licht an. Oha. Das sieht schon geil aus. Und vor allem, er hat hier überall diese LED-Stripes. Digga, das könnte einfach meine Wohnung sein. Weil das ist einfach, das finde ich so nice. Aber ich würde es halt eher so machen, dass es irgendwie indirekt beleuchtet ist. Weil bei mir zum Beispiel hier in meinem Setup ist es einfach so, dass es nach oben leuchtet, dass es halt so indirekt ist. Aber so ist halt auch ganz geil. Ich habe auch oben an der Wand auch eins, aber das habe ich eigentlich nie an. Weil das halt viel zu hell ist. Also summa summarum juckt es eigentlich niemandem. Ja, ich bin die ganze Zeit irgendwie unkonzentriert heute. Ich weiß auch nicht warum. Ich erzähle die ganze Zeit irgendeine Story, die wahrscheinlich niemanden juckt. Und dann vergesse ich zu spielen. Aber wir putzen jetzt erstmal den Raum. Boah, wie hat er das da hinbekommen? Das war ja richtig schwarz. Einfach so Teer ausgeschüttet. Digga, und diese Plastiktüten, ne? Ich weiß nicht, was die sich im Luxury DLC gedacht haben, aber es sind überall Plastiktüten. Ich weiß auch nicht, wie die Idee dazu aufkam, dass überall Plastiktüten hin müssen. Aber hat bestimmt seinen Sinn. So, der Tisch ist wieder sauber. Da kann man wieder was drauf essen. Ja, nicht ganz. Da hat jemand auf den Stuhl geschlabbert. Seit wann kann man sich eigentlich hinsetzen? Geht das schon immer? Das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, die Fenster können wir nicht ändern. Oder können wir die hier ändern? Nee. Oder geht das irgendwie so? Ah, doch, können wir. Okay, geil. Aber mache ich mal nicht, weil die passen ja perfekt rein. Er hat überall LED-Stripes, Digga. Das könnte meine Wohnung sein. Mir ist übrigens aufgefallen in den Aufnahmen, wie hart man meinen Mausgespamme immer hört in der Aufnahme. Tut mir auf jeden Fall leid, wenn das jemanden stört. Aber so habe ich mir angewöhnt zu spielen. Und deswegen, also ich spam halt immer die ganze Zeit linke Maustaste, wenn da Müll auf dem Boden liegt. Und das hört man ziemlich laut in der Aufnahme. Habe ich gar nicht gedacht beim ersten Mal. Aber es ist schon ziemlich laut. Tut mir leid auf jeden Fall, wenn das stört. Aber ich kann mir das nicht umgewöhnen, weil ich das schon immer so mache. Und ich Hausflipper doch schon ein bisschen länger spiele. Da hat jemand ein Kunstwerk kaputt gemacht. Das wird teuer, mein Freund. Das wird teuer. Warum ist hier... Ach, da ist die Plastiktüte. Noch eine. Die habe ich gar nicht gesehen vorhin. Digga, wie viel haben die gegessen? Hier steht überall Essen rum. Überall. Der Boden sieht irgendwie dreckig aus. Aber der ist gar nicht dreckig. Das sieht nur so aus. Ganz komischer Boden. Okay, irgendwo ist hier noch Müll. Ach, die Plastiktüten. Ey, die sieht man aber auch nicht, ne? Die sind so klein. Also durchsichtig. Die siehst du teilweise echt nicht. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles sauber. Ja, jetzt ist ja auch die Anzeige weggegangen. Und wir müssen einen Kronleuchter aufhängen. Mashallah, hier ist schon einer. Aber scheinbar muss noch einer her. Warte mal, da ist das Licht gar nicht an. Wo ist denn der Lichtschalter? Da. Also die sehen schon geil aus. Ein bisschen kitschig vielleicht, aber die haben was. Also ich würde sie mir nicht aufhängen, aber die haben was. Mal was anderes. Gibt es jetzt eigentlich LED-Stripes in Hausflipper generell? Kann man die jetzt immer benutzen? Das wäre ja übergeil. Kannst du jetzt ja viel bessere Gaming-Setups machen. Das muss ich mal ausprobieren irgendwann. Das ist ja sehr geil. Ach so, den Kronleuchter sollen wir verkaufen. Aber welchen? Welcher ist es? Der da? Ach ja, nee, nee, halt. Das ist hier, der hier. Okay. Warum ist der jetzt weg? Hm.
Ach, da soll ein anderer hin. Der Webway-Kronleuchter. Das ist der hier. Ja, lassen wir mal schwarz oder grau. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ob der schöner ist? Ja doch, der ist schon schöner. Ey, ich find's immer so schwierig, die Lampen genau beim Tisch zu platzieren. Aber ich glaube, so ist gut. Ja, so ist gut. Okay. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die beiden anderen Sachen eingerichtet sind, damit das Ganze nicht zu lang wird. So, das ging wahrscheinlich ziemlich schnell in der Timelapse gerade, weil es war echt nicht viel zu machen. Es ist nur dieses kleine Regal dazu gekommen, beziehungsweise diese drei kleinen Wandschränke. Ich habe mich dazu entschieden, die jetzt so nebeneinander aufzuhängen, mit ein bisschen Abstand. Ich glaube, ich hätte sogar ein bisschen mehr Abstand machen sollen, damit die ein bisschen besser verteilt sind über dieser Küchentheke. Aber ist jetzt auch egal, ich lasse die mal so. Und hier noch diese Uhr. Die Uhr ist, ja, die sieht ein bisschen altmodisch aus irgendwie. Aber passt hier ganz gut rein. Ja, und das war es auch schon hier drin, in dem Raum. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schickes Apartment. Ich muss sagen, die LED-Stripes hier sind nice, aber nicht in Gelb. Also Gelb passt hier irgendwie nicht. Da müsste irgendwie weiß oder lila oder so irgendwas. Oder keine Ahnung. Egal, das ist jetzt nicht das Thema. Auf jeden Fall gibt es hier noch was zu tun. Und zwar, wie ihr seht, recht viel einzurichten. Und deswegen würde ich sagen, oh, ich sehe gerade LED-Band 0 von 14. Das heißt, man kann jetzt wirklich in Hausflipper LED-Stripes machen. Wie geil ist denn das? Das ist wirklich sehr geil. LED-Stripes haben schon gefehlt. Ich habe mir schon öfter mal so ein kleines Gaming-Zimmer eingerichtet. Oder auch Gaming-Häuser. Und ich hatte halt nie als Beleuchtung irgendwas Passendes. Und LED-Stripes sind halt sehr, sehr passend dafür. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, die machen wir mal zuerst hin. Einfach mal, dass wir zusammen mal schauen können, wo es die jetzt gibt zu kaufen. Ich gebe einfach mal LED ein, dass wir mal sehen, wo man die findet. Ah ja, LED-Band 0,1 Meter sogar. Ey, ich war schon wieder lost. Ich muss es ja verkaufen. Nicht kaufen, verkaufen. Oh Mann. Aber trotzdem haben wir gerade gesehen, man kann jetzt LED-Stripes kaufen. Aber er will die weghaben. Das finde ich schade. Ich wäre ein sehr großer LED-Fan. Das ist auch eine ziemlich blöde Arbeit, die ganzen Dinger zu treffen. Aber ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr geil, dass es LED-Stripes jetzt gibt. Ich weiß gar nicht, seit wann es die gibt. Vielleicht gibt es die auch schon länger. Und ich wusste es gar nicht, aber ich vermute mal, dass es ein Luxury-DLC-Item ist. Aber ich weiß es nicht. So, und ich würde sagen, da das noch recht viel abzureißen ist, wir sehen uns gleich wieder, wenn der Rest von den Sachen verkauft ist. So, wir haben auf jeden Fall alles verkauft und der zweite gelbe Kronleuchter musste leider auch weg. Aber dafür gibt es wieder diesen Webway-Kronleuchter, der meiner Meinung nach sehr viel besser aussieht. Den machen wir mal zuerst hin. Huch, Foto. So, da ist er in voller Pracht. Ich hänge ihn mal einfach dahin, wo der andere gehängt hat, auch vorher. Ja. Nee, ein bisschen weiter nach vorne. Ja, nee, wieder schief. Okay, Moment. Ja, so ist okay. So, dann ein neuer Couchtisch. Für hier wahrscheinlich. Das müsste der hier sein. Ja, weiß ich auch nicht. Die Holzfarbe gefällt mir jetzt nicht so gut. Ja, so ist gut. So ist gut. Passt auch zur Couch perfekt. Ach, zwei Stück? Moment. Hä? Zwei Stück? Vielleicht hier hin irgendwo? So, Klavier. Oha, ein Klavier. Mashallah. Schön in weiß. Ja. Ja, weiß sieht sehr elegant aus. Ich würde sagen, das stellen wir irgendwo... weiß ich jetzt auch nicht. Einfach hier so auf diesen Teppich? Vielleicht? Ja, finde ich ganz gut. So, dann irgend so ein Teil hier. Oha, der ist ja riesig. Der kostet 10 Euro. Hier noch einer hin. Ja. Hocker für Schminktisch. Weiß. Schminktisch? Was für ein Schminktisch? Ich weiß nicht so genau, wo hier ein Schminktisch ist. Ich glaube, es gibt hier gar keinen Schminktisch, oder? Oder ist das hier ein Schminktisch? Nichts drin. Ich stell mal hier hin. An diesen kleinen Couchtisch. Gemälde Sturm der Trauer. Oha. Okay, das ist ganz schön eigentlich. Würde ich mal... weiß ich jetzt auch nicht. Wo hängen wir das hin? Es muss eigentlich da hin, aber... Nee, hier. Hier ist gut. Ja. War es gleich zweimal? Ja, okay, übertreib nicht. Die Frage ist, wo soll das hinpassen? Da hängen wir es hier hinten dran noch. Natürlich nicht die gleiche Höhe erwischt. Das war ja klar. Werde ich niemals. Ich mach's einfach absichtlich höher jetzt. Machen wir einfach so. Ja, guck mal, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber, naja, doch ein bisschen schon.
Gemälde, Kälte der Existenz. Ah, hier können wir noch eins hinhängen. Viel zu groß. Ja, komm, egal. Rechteckiger Teppich. Nehmen wir auch mal in der Farbe. Und hier drunter. Ja, passt doch. Passt doch. Gut, das war das Wohnzimmer. Und was haben wir denn noch jetzt hier? Genau, das Bad haben wir fertig. Das haben wir auch fertig. Ja, ich habe so das Gefühl, der Auftrag ist ganz schön schnell fertig. Ich glaube fast, das können wir in einer Folge machen. Been friends since 1995. Growing up, same street, you-